Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren. Drucksache 19/3470. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Eingebracht wird das Gesetz von der Landesregierung von Staatsministerin Kühne-Hörmann. Bitte schön, Frau Staatsministerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf für die Landesregierung den wichtigen Entwurf eines hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren einbringen. Dieses Ausführungsgesetz ist notwendig, da durch den Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahrensrecht in § 406g Strafprozessordnung sowie in einem eigenständigen Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren verankert wurde. Das ist ein spannendes Gesetz. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und gebe meine Rede zu Protokoll. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Als erste Rednerin hat schon Frau Kollegin Hofmann von der SPD zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Entgegen der vereinbarten Redezeit habe ich eine halbstündige Rede vorbereitet. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist ein wichtiger Baustein für eine weitere Verbesserung der Opferschutzrechte. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist vor allen Dingen für Opfer von Gewalt- und Sexualstrafdelikten wichtig, insbesondere auch für betroffene Kinder. Das Land füllt jetzt Regelungslücken, sozusagen, die der Bund den Ländern übertragen hat, etwa im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Frage, wer das eigentlich machen kann, die psychosoziale Prozessbegleitung aus. Wir finden es grundsätzlich gut und begrüßen es, dass der Bund mit einem entsprechenden Gesetz einen Rechtsanspruch auf diese psychosoziale Prozessbegleitung erst ermöglicht hat und wir als Land nun die Regelungslücken schließen können. Wir werden uns deshalb konstruktiv bei dem Gesetzgebungsverfahren beteiligen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Das kann ich dir erklären, lieber Michael. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Fraktionsvorsitzende der Union hat um inhaltliche Aufklärung gebeten. Da bin ich gern dabei, dass wir hier auch wirklich jetzt in die Tiefe einsteigen. Frau Ministerin, Sie haben ja schon einmal den großen Bogen gespannt, um was es hier geht, um eine Umsetzung eines Bundesgesetzes. Ich werde nur eine Anmerkung machen und dann auch die Rede sozusagen abkürzen. In anderen Ausführungsgesetzen machen die Länder relativ viele konkrete Vorgaben, was Standards angeht für Prozessbegleitung und die Frage in inhaltlichen Punkten, wie Konzepte etc. pp. Gefasst sein müssen. Wir werden in der Ausschussberatung, also in der Anhörung und dann in der Ausschussberatung darüber, denke ich, reden müssen, warum Hessen darauf verzichtet. Es muss ja Gründe dafür geben. Und insofern freue ich mich auf eine auch hier sehr intensive und sachorientierte Ausschussberatung zu diesem Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Müller von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch ich will keine Spielverderberin sein und rede eine halbe Stunde. Auch wir freuen uns darüber, dass der Paradigmenwechsel, der vor einer Weile ja eingesetzt hat, dass mehr Opferrechte gestärkt werden, sonst war immer ja nur der Täter im Mittelpunkt, sich jetzt im Bund durchgesetzt hat und wir jetzt auf Landesebene auch die Rechte von den Opfern stärken, indem wir regeln, wie die psychosoziale Prozessbegleitung fortgebildet wird, wie sie durchgeführt wird und so weiter. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss und wünsche allen viel Vergnügen beim Fußball. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächste Kollegin spricht nun Frau Kollegin Schott. Bitte schön von der Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, irgendwas war heute Abend. Und ich meine, es sollte eine Ältestenratssitzung sein. Deswegen werde ich jetzt hier sicherlich Dinge sagen, die nicht so nett sind.
Ja, wir hatten jetzt alle Varianten, nur diese noch nicht. Und ich bin bislang auch immer knapp daran vorbeigeschraubt. Das wäre doch jetzt einmal die Gelegenheit, das aufzugreifen. Aber auch wenn wir alle schon ein bisschen in Feierabendstimmung sind, hätte ich schon noch inhaltlich so zwei, drei Anmerkungen. Befürchte aber, dass kaum mehr jemand zuhören wird. Deswegen fasse ich mich an der Stelle ganz, ganz kurz. Frage mich also z.B., warum wir das Recht auf die Prozessbegleitung auf 5 Jahre befristen, warum wir nachträglich noch Änderungen, Auflagen an Bedingungen für denjenigen, der begleitet, dranpacken können. Und vor allen Dingen der § 9 ist wirklich nicht gut nachzuvollziehen, weil hier haben wir jetzt 3 verschiedene Möglichkeiten, wer wem was wie genehmigt. Und dann schieben wir noch etwas auf die Möglichkeiten der Rechtsverordnung, anstatt es im Gesetz zu regeln. Das erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich wage zu bezweifeln, dass es heute Abend noch möglich sein wird, darauf sinnfällige Antworten zu finden. Deswegen beschränke ich mich auch auf das, was ich hier ausgeführt habe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Für die CDU-Fraktion spricht nun Kollege Heinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Landesausführungsgesetz zu einem Bundesgesetz, das wiederum auf einer EU-Richtlinie fußt, da können wir gut sehen, wie die Mehrstufigkeit manchmal in der Rechtsetzung tatsächlich stattfindet. Dennoch ist auch dieses Ausführungsgesetz sehr, sehr wichtig. Wir regeln im Speziellen nun eine besonders intensive Form der Unterstützung der Opfer von Straftaten. Das ist richtig und das ist wichtig. Zu häufig stimme ich fraktionsübergreifend zu, Frau Kollegin Hofmann, stehen im Strafprozess die Täter im Mittelpunkt und nicht die Opfer. Und hier wird ein Rahmen geschaffen, wo auch die Opfer von Straftaten nicht rechtlich, sondern eben für alle anderen Fragen intensiv künftig begleitet werden, und insbesondere die Opfer, die eine ganz besondere Betreuung verdienen, weil sie Opfer von ganz besonders schlimmen Straftaten sind oder noch so klein sind oder so hilfsbedürftig sind, dass sie eben diese Begleitung brauchen. Besonders anerkannt wird in dem Landesausführungsgesetz die Rolle der anerkannten Opferschutzorganisationen. An dieser Stelle möchte ich trotz anstehender weiterer Ereignisse nicht versäumen, den Opferschutzorganisationen, die sich seit vielen, vielen Jahren auch unter Begleitung von Ehrenamtlichen in Hessen verdient machen, für ihre wertvolle Arbeit hier einmal zu danken. Alles Wichtige Weitere werden wir im Ausschuss nach einer Anhörung intensiv besprechen, insbesondere auch die Frage der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen. Hier hat der hessische Entwurf, wie er aus der Regierung kommt, glaube ich, einen richtigen Weg schon eingeschlagen. Der Gesetzentwurf zeigt eine große Offenheit seiner Regelungen, und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir werden alles Weitere sehen in der Ausschussberatung, dort weiter noch intensiver, als es jetzt heute hier möglich ist, über den Gesetzentwurf sprechen. Zunächst danken wir der Landesregierung für die Initiative und sehen uns wieder zu diesem Thema in der nächsten Sitzung des Rechtspolitischen Ausschusses. Uns allen dann noch einen vergnüglichen Abend. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den RTA. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Fußballabend.